Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am 19. Mai 2024? Hallo Leute, das ist der Mario aus Thailand mit den aktuellen News und Infos. Chiang Mai hat den Ausnahmezustand verhängt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe zuerst auch gedacht, diese Meldung muss doch wohl fake sein, aber nein, es ist tatsächlich so. Jugendliche oder Personen, die unter 18 Jahren alt sind, dürfen nach 22 Uhr nicht mehr raus auf die Straßen, ohne in Begleitung der Eltern zu sein. Grund dafür ist eine Gang, die sogenannte Samurai-Gang, die mit Samurai-Schwertern unterwegs ist. Meistens handelt es sich dabei um junge Menschen, hauptsächlich auch Migranten, die Samurai-Schwerter haben und dann auf Passanten losgehen und diese eben auch töten. Ja, offensichtlich ist das Problem so extrem, dass die Polizei hier keinen anderen Ausweg mehr gesehen hatte, als eben hier eine Ausgangssperre zu verhängen. Was ich jedoch nicht gefunden habe, ist, wann oder um wie viel Uhr morgens die Ausgangssperre aufgehoben wird. Ich schätze mal, die gilt bis 5 oder 6 Uhr morgens. Und es ist auch noch nicht klar, wie lange diese Ausgangssperre für Jugendliche aufrechterhalten wird. Es gibt sogar schon Thais, die sagen, dass es in Chiang Mai-Region, vor allem im Norden von Chiang Mai, Gruppierungen gibt, die ein autonomes Gebiet beanspruchen möchten. Ähnlich wie in Südost-Thailand, wo wir ja schon seit Jahren Kämpfe haben zwischen muslimischen Minderheiten. Ja, die Frage ist natürlich auch, woher kommen jetzt plötzlich die ganzen Samurai-Jugendlichen und warum greifen sie hier Leute an? Was ist der Grund dafür und was wollen sie damit bezwecken? Und da kommt ein weiteres Szenario ins Spiel, was unter anderem unter den Thais auch diskutiert wird. Aber diese Szenarien sind nach wie vor mit Vorsicht zu genießen, weil aktuell gehe ich einfach davon aus, dass das ja sehr kriminelle Jugendliche sind, teilweise eben mit Migrationshintergrund, die dort halt auf Touristen und Einheimische losgehen. Aber wie gesagt, es gibt ein weiteres Szenario, dass dort eben eine Gruppe die Region destabilisieren möchte und eben auch vielleicht einen eigenen, autonomen, unabhängigen Teil möchte, wie in Südost-Thailand. Ja, die Destabilisierung der Regionen in Myanmar hat natürlich auch Auswirkungen auf Thailand, sei es in Sachen Drogen bzw. Herstellung und danach Transport der Betäubungsmittel nach Thailand, um hier auf dem Markt verkauft zu werden. Aber eben auch die großen Flüchtlingsbewegungen sorgen teilweise schon für größere Probleme. Und es kommen da natürlich nicht nur die bedürftigen Leute nach Thailand, die Hilfe brauchen, sondern eben auch unter Umständen Kriminelle oder Banden, die sich dann hier ausbreiten. Das, wie gesagt, eben auch eine Theorie, warum dass sich die Situation in Nordthailand zurzeit relativ schnell verschärft. Ob die thailändische Regierung bzw. auch die Sicherheitskräfte das Problem bald in den Griff bekommen, werden wir sehen, aber ich werde auf jeden Fall weiter darüber berichten. Das thailändische Außenministerium hat noch gemeldet, dass die Nachricht aus dem Gazastreifen kam, dass zwei weitere thailändische Geiseln tot aufgefunden wurden. Eine überraschende Initiative des Bildungsministers sorgt dafür oder soll dafür sorgen, dass in thailändischen Schulen keine Uniformspflicht mehr bestehen soll. Also das würde bedeuten, dass dann die Schulen selber entscheiden könnten, ob sie eine Schuluniformspflicht haben möchten oder nicht. Bis dato ist es ja so, dass in Thailand die Schüler eine Uniform anhaben. Das hat natürlich auch viele Vor- und Nachteile. Ein Vorteil, der auch immer wieder genannt wird, ist zum Beispiel, dass alle dieselben Kleider haben und es nicht solche Unterschiede gibt wie teilweise in Europa, dass die Kinder Markenkleider haben, teure Markenkleider, und andere, die sich das nicht leisten können, haben das nicht und so dann eben auch eine Art Ausgrenzung stattfindet. Ja, es wird noch interessant, ob das Ganze dann auch so umgesetzt wird und vor allem auch, ob die Schulen das schlussendlich wollen. Bei der Bevölkerung
gibt es da sehr viele, die dafür sind, dass es keine Uniformen mehr gibt, aber auch viele, die das nicht wollen. Da wird es dann in die Praxis zeigen, wie das Ganze am Schluss dann ausgeht. Und was auch noch kommen könnte, ist, dass es keine Frisurenpflicht mehr gibt. Bis dato ist es ja mehr oder weniger so, dass viele Schülerinnen und Schüler ja die Mädchen- und die Bubenuniform oder die Haarschnitte dementsprechend auch haben. Und da will man jetzt auch etwas liberaler werden für die LGBT-Community, dass man da offensichtlich dann eben auch dort keine Ausgrenzung mehr hat und jeder mit einem Haarschnitt in die Schule gehen kann, wie er ihn gerne möchte. In Pattaya kam es noch zu einem tragischen Unfall. Dort ist noch ein 5-jähriges Mädchen aus einem Badbus, in Thailand nennt man das auch Song Teo, gefallen und hat sich dabei tödlich verletzt. Das sind ja diese Busse, die eine gewisse Strecke, also sind eher so Pickups, wo man hinten raufspringen kann. Und die fahren eine gewisse Strecke für einen sehr niedrigen Preis. Und da kann es auch oder kommt es auch immer mal wieder vor, dass dort jemand hinten rausfliegt, vor allem wenn diese Badbusse, wie die Ausländer sie nennen, ziemlich voll sind. Glück im Unglück hatte ein Pilot der thailändischen Luftwaffe in Ubon Ratchathani. Er ist dort mit seinem Flugzeug gestartet und ein Feuerwerkskörper hat fast das Flugzeug getroffen, was zu einer Katastrophe geführt hätte. Im letzten Video habe ich von tödlichen Elefantenattacken auf Menschen in Thailand berichtet. Jetzt gab es in der Zwischenzeit schon wieder eine tödliche Attacke. Und zwar hat ein Problemelefant in Cha Chong Sao einen Wildhüter angegriffen und tödlich verletzt. Das ist offensichtlich auch ein Problemelefant, der den Spitznamen Tank hat, also Panzer. Ja, wilde Elefanten sind in Thailand immer häufiger anzutreffen, auch hier für die Touristen unter euch. Erkundigt euch hier auch, wenn ihr irgendwo eine Tour macht, irgendwo in einen Dschungel oder in einen Nationalpark, dass ihr da einen entsprechenden Guide dabei habt, der sich auskennt, weil es gab auch schon einige Elefantenangriffe auf Touristen mit tödlichem Ausgang. Der thailändische Finanzminister und Vertreter der thailändischen Nationalbank haben sich noch hinter verschlossenen Türen getroffen, um ihre Dispute zu regeln, beziehungsweise habe ich auch darüber berichtet, dass die Regierung gerne möchte, dass die Zentralbank die Zinsen senkt um 25 Prozentpunkte und die thailändische Nationalbank möchte sich ja da nicht reinreden lassen, da kam es zu einem Streit. Und offensichtlich hat man sich jetzt da hinter verschlossenen Türen wieder geeinigt, wie man weiterverfahren soll. Nach aktuellem Stand soll hier der Streit auch nicht weitergehen. Die Strafverfolgungsbehörden in Bangkok gaben auch heute wieder bekannt, dass sie diverse E-Zigaretten sichergestellt haben und Shops oder auch Verkäufer festgenommen haben. Bangkok geht ja zurzeit massiv gegen den Verkauf von E-Zigaretten vor und auch mit drastischen Strafen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass allenfalls dann im 2025, sobald Cannabis wieder auf die Liste der verbotenen Betäubungsmittel genommen wird, dass auch dann die Stadt Bangkok hart gegen Cannabismissbrauch vorgehen wird. In Sachen Cannabis gibt es jetzt noch die Meldung, dass viele Cannabis-Shops, aber auch Produzenten jetzt schon richtig bei der Regierung betteln, das neue Gesetz nicht einzuführen, was ja noch bis zum Ende dieses Jahres kommen soll. Vor allem interessant ist hier, dass vor ein paar Monaten genau eben die Shopsbetreiber oder auch die Cannabisproduzenten in Thailand noch mit Sicherheit gesagt hatten, es wird hier zu keiner Verschärfung kommen. Die waren sich sicher, dass sie da ziemlich stark sind, eine starke Lobby haben gegen die Politik, um dieses Gesetz eben zu blockieren. Aber offensichtlich hat das jetzt alles nichts gebracht, dass sie jetzt schon mehr oder weniger betteln müssen, dass die Politik hier das Ganze nicht auf die Verbotsliste nimmt. Für diejenigen, die am Flughafen in Bangkok, Suvarnabhumi Airport, landen und nach Hua Hin oder nach Pattaya möchten, dort gibt es ja so spezielle VIP-Busse, die für wenig Geld zu den Urlaubsdestinationen fahren. Und die sind jetzt auch schon elektrisch. Also zumindest ein Großteil dieser VIP-Busse wurden jetzt teilweise schon durch Elektrobusse ersetzt.
Das war's von heute mit den aktuellen News und Infos aus Thailand. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst. Bleib gesund und Grüße aus Thailand.